Ich hoffe, man kann mich gut hören. Bin etwas weiter entfernt vom Mikrofon. Falls es Probleme gibt beim Hören, dann bitte geben Sie mir Bescheid. Perfekt, bis jetzt. Okay, wunderbar. Okay, das Thema, worüber wir heute sprechen werden, ist die Sicht unserer Weisen an der Sicht des Talmuds auf die Person des Moschiach. Also auf die Person des Messias, das messianische Zeitalter und ein ganz heikles Thema, warum das Judentum Jesus nicht als Messias akzeptierte und bis heute nicht akzeptiert. Ja? Also nicht einmal als Propheten. Das ist ja ein Unterschied zum Islam, der sehr wohl Jesus als einen Propheten ansieht. Zwar nicht auf derselben Stufe wie den Propheten Mohammed, aber ein Prophet ist er. Aus Sicht des Judentums jedoch ist er weder ein Prophet noch der Messias. Und die Frage, die wir heute klären werden, ist warum. Das ist ja nicht das Hauptziel unseres heutigen Vortrages, sondern eher unser Ziel ist es herauszufinden, wie betrachteten unsere Gelehrten das messianische Zeitalter und wer ist Messias, was muss er machen, um Messias zu werden. Aber ich glaube, das wird uns auf direktem Wege auch zu der Jesusfrage bringen. Der Rambam, das ist die Quelle, die wir jetzt vor uns haben, englisch übersetzt, werde das jetzt auch gleich zitieren. Der Rambam bringt basierend auf dem Talmud einige Punkte, die ein Moschiach, nicht einige, sondern die Punkte, die den Moschiach zum Moschiach machen. Aber bevor wir diese Punkte uns anschauen, lassen, wäre es sinnvoll, wenn wir zuerst die Frage klären, warum überhaupt ein Moschiach notwendig ist. Ja, also, was ist, warum geschieht eine Notwendigkeit aus Sicht des Judentums überhaupt in einem messianischen Zeitalter? Also, einerseits natürlich, die Menschheit erhofft sich immer eine bessere und fröhlichere Zukunft. Ja, in jeder Generation hat ihre Generation ihre Probleme und ihre Schwierigkeiten. Und natürlich hofft man immer, dass bald eine Zeit kommen wird, in der diese Probleme aufhören werden. Ja, wenn wir in einer Gesellschaft, sage ich mal, leben, wo noch Krieg existent ist, da wünscht man sich eine Gesellschaft, wo Krieg nicht mehr existent sein wird. Oder wo Ungerechtigkeit vorherrscht, wünscht man sich eine Gesellschaft, in der keine Ungerechtigkeit sein wird. Also einerseits ist die einfache Erklärung, wir erwarten den Moschiach und wir hoffen das messianische Zeitalter, um endlich aus all den Problemen, die wir haben, herauszugehen. Das ist ein Zugang, warum man den Moschiach braucht. Aber aus der Sicht des Judentums, also aus Sicht unserer Weisen, ist das nicht der Grund, warum Gott uns ein messianisches Zeitalter geben will. Also Gott möchte natürlich, dass es der Menschheit gut geht, aber das ist nicht das Ziel des messianischen Zeitalters und das ist nicht die Hoffnung, die wir haben auf das messianische Zeitalter, einfach damit es uns besser geht, sondern darin befindet sich eigentlich noch viel mehr und viel tiefgründiger. Lassen Sie uns vielleicht zum Anfang zurückgehen, zum Anfang der Weltschöpfung. Als Gott die Welt geschaffen hat, stellt sich die Frage, warum hat Gott die Welt gemacht? Wofür brauchte er die Welt? In dieser Frage beschäftigen sich schon viele der frühen Kommentatoren und der Talmud sagt es eigentlich offen, dass Olam Chesed Ibane. Das ist ein Vers aus den Psalmen. Und der bedeutet, die Welt wurde gebaut zur Barmherzigkeit oder wurde gebaut, um Gutes zu tun. Ja? Die einfache Erklärung dieses Psalmverses ist Olam Chesed Ibane. Bedeutet, dass die Welt ist auf Gnade oder auf Gutem begründet, also, dass wir in dieser Welt Gutes tun sollen. Das ist die einfache Erklärung dieses Verses. Aber der Talmud bemerkt, dass Olam Chesed Ibane
dass die Welt auf Gnade basiert, eigentlich uns die Absicht Gottes kundtut, warum er die Welt geschaffen hat, nämlich um Gnade zu tun. Ich erläutere. Gott als vollkommenes Wesen, als Wesen, das fehlerfrei ist und im Grunde nichts braucht, in seiner Unendlichkeit, sagen unsere Weisen, wollte diese Unendlichkeit an jemanden oder an etwas vermitteln. Ja, wenn jemand etwas hat, was er unendlich hat, dann hat er den Willen, dieses Unendliche mit jemandem zu teilen. Ja, das ist ganz einfach erklärt. Es gibt darüber viel, viel zu diskutieren und viele Beweise zu erbringen, aber im Grunde wollte Gott als das ultimative Gute einer Schöpfung etwas Gutes tun. Ja, um des Gutes willen. Ja, das ist so ein bisschen philosophisch ausgedrückt, aber das ist das Ziel der Schöpfung. Das Ziel der Schöpfung aus der Perspektive des Ewigen ist es, weil der Ewige dieser Welt, oder weil der Ewige eine Existenz, nicht nur dieser Welt, wir reden vom Universum, vom Kosmos, der Schöpfung. Gott wollte, dass eine Schöpfung existent ist. Dass etwas existiert, dass etwas da ist, dass er etwas, dass es etwas gibt, wo, wem er geben kann. Ja, das ist eigentlich, was wir Liebe nennen. Ja, der Gaon von Vilna hat eine sehr schöne Tabelle von verschiedenen Arten der Liebe. Und die größte Stufe der Liebe ist es, jemanden zu lieben, der Liebe wegen. Ja, nicht weil man etwas von ihm verlangt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn ein Mensch ein Kind hat, ja, und die Mutter oder der Vater dieses Kind liebt, dann ist in den meisten Fällen es eine natürliche Liebe, diesem Baby etwas Gutes zu tun, ihm zu helfen. Das ist, weil das Baby etwas, was kann schon das Baby zurückgeben? Das Baby kann keinen Lohn zahlen. Das Baby kann nicht Danke sagen, ja. Man tut dem Baby etwas Gutes, weil man das Gute tun möchte, weil man eine integrierte Liebe hat, diesem Baby. Ja, dasselbe ist auch, die Schöpfung ist das Baby des Ewigen. Und der Ewige möchte dieser Schöpfung Gutes tun. Deswegen hat er von vornherein die Schöpfung gemacht, die Schöpfung geschaffen. Und er hält die Schöpfung am Leben, um ihr Gutes zu tun. Deswegen schuf er die Welt, deswegen schuf er den Menschen. Jetzt. Gott wollte aber, das ist die zweite Stufe, dass der Mensch das Gute, was Gott zu geben hat, auch genießen kann. Ja, denn umso mehr der Empfänger das Gegebene genießt, umso größer ist das Gegebene. Ja, ich erkläre, nehmen wir mal das Babybeispiel. Wenn der Vater oder die Mutter weiß, dass das Kind glücklich ist von dem, was die Eltern ihm geben, dann macht sich die Eltern umso glücklicher und definiert sie noch mehr als einen Geber. Also, Gott als Geber, der dieser Welt geben wollte, weil er diese Welt liebt, weil er die Schöpfung liebt, weil er als Liebender schaffen, kreieren und aufrechterhalten möchte, umso mehr kommt dieses Gegebene zum Ausdruck, wenn der Empfänger davon Genuss hat. Genuss haben aber kann man nur wirklich, wenn man etwas selber erreicht. Das heißt, Gott hat in die Natur des Menschen die Möglichkeit eingepflanzt, etwas selber erreichen zu können, dann jeder weiß, dass ein erarbeitetes Stück viel wertvoller für einen Menschen ist als ein geschenktes Stück. Ja, wenn ein Mensch schwer gearbeitet hat für eine gewisse Sache, genießt er die Früchte dieser Sache viel eher, als wenn ihm die Sache geschenkt worden ist. Deswegen hat Gott in die Natur eingepflanzt,
dass der Mensch sich dieses Gute, was Gott gegeben hat, zunächst einmal verdienen soll. Aus diesem Grund hat er dem Menschen ein Gebot auferlegt. Ja, bei der Schöpfung hat er dem Menschen geboten, er soll das und das nicht machen. In diesem Fall war das von einer gewissen Frucht zu essen. Ja, was genau diese Frucht bedeutet, hat viele kabbalistische Zugänge, die jetzt nicht unser Thema sind, aber für uns relevant ist es zu wissen, dass Gott hat mit Absicht Adam ein Gebot auferlegt, weil er ihm das Gute geben wollte und dieses Gute nur wirklich Gutes wäre, wenn Adam sich es verdient hätte. Und deswegen hat ihm Gott ein Gebot auferlegt. So. Jetzt gab es aber ein Problem in diesem Garten Eden, in diesem Mikrokosmos, nenne ich mal, oder in dieser Vorstufe der physischen Welt, die wir kennen, aus dem Zohar, aus der Buch der Kabbalah, ist es eindeutig klar, dass der Garten Eden keine physische Existenz war per se, wie sie uns bekannt ist. Ja, dann wäre sie physisch gewesen, würden wir nicht darum beten, dass die Seelen der Verstorbenen in den Garten Eden kommen. Ja, es gab einmal eine Dokumentation, Beispiel, das war im deutschen Fernsehen war das mal, und die Dokumentation wollte nachweisen, wo genau der Garten Eden ist. Aus Sicht des Judentums ist dieser Nachweis komplett irrelevant, weil der Garten Eden eine geistige Existenz ist, kein physischer Ort. Obwohl die Tora ja physische Plätze damit, physische Orte damit in Verbindung bringt, ja, die vier Flüsse, die aus dem Garten Eden fließen und so weiter. Die Kabbalah interpretiert jedes eine dieser Flüsse für einen gewissen Aspekt. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber für uns wichtig zu wissen ist, dass der Garten Eden eine physische Existenz war und Gott hat in diese physische, eine geistige Existenz, war keine physische Existenz, sondern in diese geistige Existenz hat er eingepflanzt, eine Art Vorstufe dieser Welt, hat er eingepflanzt, das menschliche Verlangen nach das etwas selbst zu erreichen, etwas selbst zu bauen, ja, nämlich Adam, der sich das verdienen sollte. Aber gleichzeitig hat der Ewige etwas in diese geistige Welt eingepflanzt, was wir den bösen Trieb nennen, ja, den Yetzer Hara, was von der Schlange verkörpert worden ist. Und diese Schlange macht es den Menschen schwer, das, was er erreichen möchte, auch tatsächlich zu erreichen. Ja, warum macht es das schwer? Weil im Grunde umso größer die Versuchung ist, beziehungsweise umso größer die Auswahl besteht zwischen richtig und falsch, und der Mensch sich trotz allem für das Richtige entscheidet, ist der Verdienst, den er hier bekommt, oder der Genuss, den er davon haben wird, umso mehr, weil er eine Brücke überwinden muss. Er musste eine Schwierigkeit überwinden. Ja, also in diesem Kontext, ja, jetzt mal, das war jetzt sozusagen die Weltschöpfung in 3 Minuten, wenn man so sagen kann, aber das ist, in diesem Kontext ist die Weltschöpfung aus der Sicht des Judentums zu verstehen. Ja? Also noch einmal zusammengefasst, Gott schuf die Welt, weil er das ultimative Gute ist. Das ultimative Gute hat das Ziel, Gutes zu tun. Und umso besser etwas ist, umso mehr Gutes möchte es tun. Und weil Gott das unendliche Gute ist, wollte er durch die Schöpfung Gutes tun. Aus diesem Grund hat Gott die Schöpfung gemacht, um ihr Gutes geben zu können. Und das Gute muss die Schöpfung empfangen. Und die Schöpfung, wo der Mensch das Ziel oder das, sag ich mal, das der Höhepunkt der Schöpfung war, das Gute nur wirklich dann genießen kann, wenn er dafür selber gearbeitet hat, hat Gott ihm ein Gebot auferlegt und durch den Yetzer Hara, durch den bösen Trieb, hat er ihm diese Auswahl erschwert, damit er, wenn er den bösen Trieb nicht wählt, die Prüfung besteht und das Gute genießen kann. Ja, und was ist das Gute in diesem Fall? Aus Sicht des Judentums ist das Gute Gott selber. Ja, Gott wollte, dass der Mensch
Gott genießen kann, Gottes Präsenz genießen kann. Und das ist der tiefe Grund oder der tiefe Sinn aller Gebote, die wir haben. Die Gebote in ihrem Grund, ja, mögen zwar rational sein, wir haben das letzte Mal schon darüber geredet, viele von ihnen möchten die Gesellschaft verbessern, aber im Grunde geht es bei den Geboten um eine Annäherung an Gott. Umso rechtschaffener der Mensch, umso näher ist er zum Ewigen. Und in diesem Kontext, umso stärker genießt er das Gute, was Gott zu geben hat, nämlich Gott selber. Ja, also das ist in diesem Zusammenhang so zu verstehen. Jetzt, an mehreren Stellen bemerkt der Talmud, dass hätte Adam nicht von dem Baum gegessen, nachdem die Schlange gesagt hat, zu Chava, zu Eva, und Eva zu ihm, er solle das tun, hätte er nicht das gemacht, wäre das messianische Zeitalter eingefallen. So sagt das dann. Ja, es gibt noch zwei Stellen, wo das messianische Zeitalter eintreffen müsste. Die eine Stelle, wo das messianische Zeitalter eintreffen musste, war die Zeit nach der Sintflut. Ja, nach der Sintflut. Aber Noach hat gesündigt. Ja, wenn das in der Tora nachlesen, Noach hat sich einen Weinberg gepflanzt und so weiter. Dann ist eine Sünde passiert, die Weisen auf verschiedene Art und Weise interpretieren. Und jedenfalls, das war ein Moment, wo eine messianische Zeitalter möglich gewesen wäre. Und das zweite Mal war bei dem Ausstieg aus Ägypten, nämlich nach der Empfängnis der Tora, vor dem Goldenen Kalb, war auch eine Situation, wo die Juden ein messianisches Zeitalter hätten haben können. Ja? Jetzt, das messianische Zeitalter, wie wir sehen, wie wir jetzt verstehen, ist eine Nähe zu Gott. Das ist, warum wir das messianische Zeitalter wollen. Weil genauso wie Adam, hätte er die Sünde nicht gemacht, wäre er in ein messianisches Zeitalter gekommen. Genauso wie Noach, hätte er die Sünde nicht gemacht, wäre ein messianisches Zeitalter gekommen. Genauso wie die Juden nach dem Ausstieg aus Ägypten, hätten sie das goldene Kalb nicht gemacht, wäre dieses messianische Zeitalter gekommen. Alle drei zusammen haben den folgenden Nenner, dass sie eine nähere Nähe zu Gott verspüren wird. Ja, also das ganze Ziel des messianischen Zeitalters ist nicht, dass die Probleme weggehen oder dass das Schäflein mit dem Wolf zusammen in Frieden lebt, sondern es ist die Nähe Gottes. Das ist das Ziel aus Sicht des Judentums des messianischen Zeitalters. Die Nähe Gottes zu spüren, zu fühlen, das ist das grundlegende Ziel, wie gesagt habe, aller Gebote. Also ist im Grunde das messianische Zeitalter ein religiöses Ziel. Natürlich ist der Frieden, die Problemlosigkeit und alle guten Sachen, die dazukommen, das natürliche Resultat einer Gesellschaft, die nah mit Gott ist. Eine Gesellschaft, die nah an der Quelle des Guten, ja, an der Güte selber, an Gott selber ist, in seinen Gesetzen lebt, kann nur in Frieden leben, kann nur problemlos sein. Ja, das ist eine wichtige Einleitung, um den Moschiach-Gedanken überhaupt erst verstehen zu können, dass der Moschiach dafür notwendig ist, um Gottes Nähe zu empfangen. Ja, wir hoffen uns das messianische Zeitalter nicht nur, um aus den Problemen rauszukommen, nicht nur, um den Frieden auf der Welt zu haben, sondern vor allem, weil wir Gott näher kommen wollen. Aus diesem Grund muss Moschiach jemand sein, der uns Gott näher bringt. Mit diesem Schlüssel, Moschiach als der Missionar, sag ich mal, als der, der uns zu Gott näher bringt, können wir besser verstehen, welche Eigenschaften Moschiach haben soll und warum diese ihn wichtig sind. Also, der Rambam sagt, und jetzt können wir auf die englische Quelle schauen, der das auf Deutsch sagen, der Rambam sagt, folgende Bedingungen machen den Moschiach auf. Das allererste, Moschiach muss aus dem
Hause David abstammen. Das ist Nummer 1. Jetzt, was hat seine Abstammung aus dem Hause David mit seiner Kraft zu tun, das jüdische Volk näher zum Judentum zu bringen? Warum kann er nicht ein Nachkomme von Moses sein? Ich würde eher sagen, soll er Nachkomme von Moshe Rabbeinu sein. Genauso wie David ein großer König war, war Moshe Rabbeinu ein großer Führer des jüdischen Volkes. Auch eine Art Messias. Also warum soll er nicht ein Nachkomme von Moses sein? Was ist der Grund, dass er ein Nachkomme David sein soll? Der Grund dafür ist folgender. David selber war ja auch ein Nachkomme von Jehuda. Jehuda, einer der Söhne von Jakob, war derjenige, der gesegnet worden ist, das Königtum im jüdischen Volk aufzubauen. Das heißt, das Königtum konnte nur aus dem Stamme Jehuda herausgehen. Warum ist das so? Jehuda hat was ganz Besonderes gemacht, was keiner seiner Brüder gemacht hat. Und ich erkläre, was es war. Es gibt zwei Begebenheiten, wo Jehuda in der Tora ganz besonders hervorkommt. Begebenheit Nummer 1 ist der Verkauf von Josef. Josef, der Bruder, wurde von seinen Brüdern verkauft. Und Jehuda war derjenige, der diese ganze Geschichte in Bewegung gebracht hat. Jehuda war derjenige, unsere Weisen bemerken, auf den die Brüder am meisten gehört haben. Und Jehuda war derjenige, der alles angestimmt hat. Jehuda hat gesagt, kommt, wir töten ihn. Dann hat Jehuda gesagt, kommt, wir verkaufen ihn. Alles, was Jehuda gesagt hat, hat man auf ihn gehört. Ja, Jehuda war aus sich aus eine Führungspersönlichkeit. Aber das hat ihn nicht zu dem gemacht, das hat ihm nicht das Verdienst gegeben, der Königsvorgänger zu sein, sondern was anderes. Nachdem er derjenige war, der Josef verkauft hat, war auch Jehuda derjenige, der am Ende, wo die Josefs Geschichte von ihrem Ende kam, also wo Josef kurz davor war, sich seinen Brüdern zu offenbaren und zu sagen, ich bin Josef, das steht in die Torah, dass Josef verlangte, dass man seinen kleinen Bruder Benjamin, dass man Benjamin zu ihm bringt, und dann hat er in Benjamins Tasche einen Silberbecher reingelegt, um dann Benjamin verhaften zu können. Also eine ganze Geschichte, wer es kann, wer will, ich würde schon empfehlen, die Geschichte in der Torah nachzulesen. Jedenfalls, als Josef Benjamin behalten wollte, hat Jehuda vorgetreten, hat gesagt, nein, bis hier, Benjamin lassen wir nicht aus den Händen, weil wir unserem Vater versprochen haben, dass wir Benjamin nicht lassen. Und in diesem Moment, weil die Torah konnte sich Josef nicht mehr zurückhalten, hat angefangen zu weinen und gesagt, ich bin Josef, und so haben die Brüder zueinander gefunden. Warum in diesem Moment? Wir merken unsere Weisen, weil Josef gesehen hat, die Rückkehr, die Jehuda getan hat. Jehuda war doch derjenige, der damals den Verkauf seines Bruders angestiftet hat. Und jetzt hat Josef gesehen, dass derjenige, der damals der Anstifter war, ist derjenige, der den kleinen Bruder Benjamin retten möchte. Wenn jemand bereit ist, seinen Fehler einzusehen, dann ist er derjenige, der König und Führer des jüdischen Volkes sein kann. Jemand, der nicht in der Lage ist, seine Fehler einzusehen und denkt, er ist fehlerfrei, der wird niemals in der Lage sein, seine Fehler zu bewältigen. Wenn er niemals in der Lage ist, seine Fehler zu bewältigen, kann er kein jüdischer Führer sein. Es gibt eine andere Geschichte mit Jehuda. Ganz ähnlich. Jehuda, das war die Geschichte mit Tamar. Ja, Tamar, das war die Schwiegertochter von Jehuda. Und die ersten beiden Söhne Jehudas sind verstorben. Jehuda hat den dritten Sohn nicht mehr zu Tamar gegeben. Tamar aber, bemerkenswerterweise, war eine Prophetin und sie wusste, dass ein Nachkomme aus Jehuda herauskommen soll, und das, die Torah erzählt, eine interessante Begebenheit, dass Jehuda, sie hat sich, Tamar, hat sich verkleidet in eine Prostituierte, und Jehuda ist dann zu ihr gekommen,
Talmud erzählt, elaboriert, wie kann das sein, dass Bruder seiner Prostituierten ging und so weiter. Der Talmud hat viel, viel dazu zu sagen, aber das interessiert uns nicht im Moment. Im Moment interessiert uns, dass man Yehuda gesagt hat, dass seine Schwiegertochter Tamar hat gebuhlt, ja, ich war eine Prostituierte. Und er daraufhin gesagt, aha, sie war eine Prostituierte, also muss man sie mit dem Tode verurteilen. Aber sie hat Yehuda Zeichen geschickt, die er ihr doch selber gegeben hat. Und Yehuda, als er die Zeichen gesehen hat, hatte keine Angst zuzugeben, tatsächlich, ich war im Unrecht. Denn ich war derjenige, der mit dir das Verhältnis hatte. Und jetzt verstehe ich, dass ihr Verhältnis von Gott gewollt war und so weiter. Das Yehuda war bereit, in der Öffentlichkeit seinen Fehler anzuerkennen. In beiden Fällen, bemerken unsere Weisen, war Yehuda derjenige, der einen Fehler gemacht hat und den Fehler eingesehen hat. Jemand, der das machen kann, in seinem Blut, in seinem Genen, bemerken unsere Weisen, fließt die Möglichkeit und die Kraft, ein König im Judentum zu sein. Königtum bedeutet, dass jemand nicht nur ein Führer ist und meint, fehlerfrei zu sein, sondern ganz im Gegenteil, ein Führer, der seine Fehler anerkennt, erkennt und beseitigt, der ist ein wahrhaftiger Führer. Und deswegen wurde Yehuda als derjenige auserwählt, dessen Nachkommen Könige in Israel sein können. Und deswegen ist Moschiach oder kann Moschiach nur aus dem Stamm Yehuda sein, weil er in seinen Eigenschaften dieses haben soll, nämlich in der Lage zu sein, Fehler einzusehen. Denn das, nur das macht einen wahren Führer aus. Nummer 1, also die biologische Abstammung aus dem Hause David. Nummer 2, er muss ein Torah-Gelehrter sein. Ja, Moschiach kann nicht jemand sein, der keine Torah kennt. Ja, und Torah-Gelehrter bedeutet, wenn der Rambam über Torah-Gelehrsamkeit schreibt, dann meint er nicht jemanden, der in einer Yeshiva einfach gelernt hat oder einfach ein Rabbiner in einer Gemeinde ist, sondern er meint jemanden, wo die Generation ihn als einen Weisen anerkennt. Und solche Weisen, wo alle Juden miteinander sagen, ja, er ist ein Torah-Gelehrter, ist eine große Seltenheit. Es gibt heutzutage, ich glaube, man kann sie mit den Fingern abzählen, Menschen, die die observante Gesellschaft als Gedolei Hador, also als die Führer der Generation, anerkennen und ihre Gelehrsamkeit anerkennen. Es mag sein, dass es gibt vielleicht Führer der chassidischen Bewegung, Führer der zionistischen Bewegung, Führer der ultraorthodoxen Bewegung und so weiter, aber ich glaube, jeder ist damit einverstanden, dass es eher eine politische Ausrichtung ist. Chassidismus, Antizionismus, Zionismus, mehr politische Ausrichtung, aber in ihrer Gelehrsamkeit sind alle einverstanden, dass alle diese Führer dieser verschiedenen Gruppen alle sehr gelehrte Menschen sind. Und wie gesagt, man kann sie nur den Finger abzählen, also ist der Moschiach auch jemand, der eine Torah gelehrt muss. Warum? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wenn der Moschiach im messianischen Zeitalter das Ziel hat, die Juden näher zur Torah zu bringen, ja, ein Judentum zu schaffen, das näher zu Gott verspürt, kann es doch nicht jemand sein, der die Torah nicht kennt. Kann es doch nicht jemand sein, der nicht weiß, dass Gottes Wille ist. Es muss jemand sein, der ganz genau weiß, was möchte Gott von dieser Welt. Und um das zu wissen, muss er ein Torah-Gelehrter sein. Die dritte Sache ist, er muss die Mitzvot einhalten, sowohl der schriftlichen als auch der mündlichen Torah. Das bedeutet, Punkt 2, mag sein, dass er ganz viel Torah weiß, sag ich mal, er ist ein Professor der Halacha, aber in der Befolgung der Gebote ist er vielleicht nicht so unbedingt achtsam. In so einem Fall kann er kein Mashiach sein. Denn im Grunde bei der Torah geht es hier nicht nur um das Wissen, sondern es geht um das Tun, um das Handeln. Als Juden der Berge Sinai gestanden haben, hat ihm ja Gott nicht die Torah gegeben, einfach nur als ein theoretisches Wissen, als ein interessantes Buch zum Studieren, sondern Gott hat ihm die Torah gegeben, im jüdischen Volk, um es zu erfüllen. Ja, deswegen muss auch Moschiach die Torah erfüllen. Fünftens.
Viertens, er muss nicht nur die Tora kennen, nicht nur die Tora erfüllen, sondern er muss auch die Tora verbreiten. Er muss Menschen stärken, die Tora mehr und mehr zu beachten. Er ist nicht ein Gelehrter im Stübchen, sondern der Moschiach ist jemand, der Tora verbreitet. Der nicht nur Tora verbreitet, der Tora die Torah-Befolgung verbreitet. Die Menschen werden dank ihm observanter. Ja, das ist einer der Gründe, warum die Chabad-Lubavitch-Bewegung der Meinung ist, dass ihr Rebbe der Mashiach war. Ja, weil der Lubavitcher Rebbe tatsächlich eine Bewegung gegründet hat, die weltweit mit Wort verbreitet. Ja, also das ist, ich meine, wenn der Lubavitcher Rebbe eine Sache gut gemacht hat, dann ist das Punkt 4. Punkt 4, Judentum zu verbreiten, hat noch niemand so weit verbreitet wie der Lubavitcher Rebbe. Aber mit ihm als Moschiach gibt es ein anderes Problem, nämlich, dass er schon verstorben ist. Und die Frage ist, kann ein Moschiach sein, jemand, der schon gestorben ist? Und darüber bestehen verschiedene Meinungsverschiedenheiten, die man an einer anderen Stelle im Rambam so interpretieren kann. Dann interpretieren wir vielleicht das mal aber ein anderes Mal. Ja, jedenfalls, die Aufgabe des Moschiach, Torah zu verbreiten. Fünftens, nicht nur, dass er ein Theoretiker ist, sondern er kämpft den Kampf Gottes. Was bedeutet das, den Kampf Gottes kämpft? Was bedeutet das? Kampf Gottes kämpft bedeutet, und das ist auch im wörtlichen Sinne zu verstehen, er ist ein General. Moschiach ist ein General, der sich für die Verbreitung des göttlichen Namens in der Welt einsetzt. Ja? Jetzt Verbreitung des göttlichen Namens einsetzt bedeutet, dass der Moschiach den Monotheismus in der Welt verbreitet. Ja, das ist seine Aufgabe. Ja, wenn in Punkt 4 die Aufgabe von dem Moschiach das jüdische Volk zu verraten bewegen, ist eine Aufgabe 5, alle Völker zum Monotheismus zu bringen. Ja. 6. Dann, wenn er diese 5 Sachen erfüllt, also ein Nachkommen Davids, mit anderen Worten, in ihm liegt es, dass er seine Fehler anerkennt, ein Torah-Gelehrter, einer, der die Gebote erfüllt, einer, der die Gebote in Israel verbreitet und einer, der den Monotheismus in der Welt verbreitet, er ist, man geht davon aus, dass er Moschiach ist. Das ist nicht genug, um Moschiach zu sein. Man geht nur davon aus. Ja? Und das ist der Grund, warum nach dem Rambam schon viele Personen in der jüdischen Geschichte vielleicht angenommen wurde, dass sie Moschiach waren, aber Moschiach waren sie sicher noch nicht. Denn um ein sicherer Moschiach zu werden, ein definitiver Moschiach zu werden, muss man mehr leisten, als das eben gesagt. Deswegen schauen wir uns weiter die Fälle an. Sechs. Ja? Moschiach hat die Aufgabe, alle Völker, die das Land Israel umgeben, ja, zu bekämpfen. So, darüber möchte ich ein bisschen elaborieren, was das bedeutet und wo der Rambam seine Quelle nimmt. Und was, wofür ist das gut, dass der Moschiach die Völker, die Israel umgeben, bekämpft. Also die Quelle ist sicher aus der Tora. Torah sagt man, das jüdische Volk nach Israel kommt, in das Land Knaan kommt, hat es die Pflicht, die 7 Völker, die dort leben, komplett vernichten. Das ist die Pflicht, also die Pflicht des jüdischen Volkes. Jetzt natürlich wird die Frage gestellt, wie kann das sein, dass das jüdische Volk 7 unschuldige Völker vernichten hat? Die Antwort ist, und das erklären viele Kommentatoren auf die Tora, darunter vor allem der Kommentator Meiri, wenn ich mich nicht irre, war ein Gelehrter aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. Und der Meiri gibt folgendes von. Der Meiri sagt,
dass die Völker, von der die Tora redet, die nicht-jüdischen Völker, die götzendienerischen Völker, eine Moral vertreten haben, die mit der der Tora in krassem Widerspruch steht. Ja? Das bedeutet, dass wenn wir von den nicht-jüdischen Völkern der Tora, der biblischen Zeit reden, reden wir, so erklärt das der Iri, von einer Art Barbaren. So meint er. Er meint, dass die Menschen, die damals das Land Kanaan bewohnt haben und das Land Kanaan umgeben haben, waren in ihrer Art und Weise, wie sie gelebt haben, in ihrer Auffassung der Welt, Barbaren. Was ist nicht barbarisch? Nicht barbarisch, wie die Tora davon aus, ist der Glaube an einen und einzigen Gott. Ja? Und alles, was daraus folgt. Sagen wir, ein Mensch kann ein Götzendiener sein, aber vielleicht ein moralisches Leben. Ja. Aber in der biblischen Zeit war Götzendienst gleich immoral. Ja? Das ist also, Götzendienst und ein immorales Leben gingen miteinander überein. Also, das eine hatte mit dem anderen verbunden. Talmud sagt zum Beispiel, dass die Juden andere Götter nur deshalb dienten, zur Zeit der Könige, um sich verbotene sexuelle Beziehungen erlauben zu können. Ja? Also, das ist auch so, der Mensch ist nicht genug, also ist nicht genug mutig, um einzusehen, dass er eine gewisse Schwäche für etwas hat. Also, was macht er? Er findet sich eine Theorie, um eigentlich seine innere Begierden zu erfüllen. Genauso auch die Juden. Die Juden haben Götzendienst eigentlich genießt, nicht weil es ihnen um die Götter ging, sondern um die Praktiken, die diese Religion erlaubte. Und weil diese nicht-jüdischen Völker, diese Götzendiener, die damals das stammelige Kanaan besiedelt haben, ein komplettes immorales Leben geführt haben, was in den göttlichen Plan keinen Platz hatte, sagt die Tora, war das ein Tora-Gebot, ein prophetisches Gebot, diese Völker auszulöschen. Wichtig aber ist auch zu bemerken, dass es hier um ein Gebot, was prophetisch offenbart worden ist. Ja? Bedeutet, dass, sagen wir, wenn wir heutzutage ein Volk hätten, was genauso gelebt hätte wie die Midianiter, an dieselben Götter geglaubt hätte und so weiter, hätten wir trotzdem kein Gebot, sie auszulöschen, weil wir keine prophetische Offenbarung diesbezüglich gehabt haben. Ja, also nur durch eine Prophetie, durch einen direkten Ausspruch Gottes. Und Gott gesagt hat, diese Völker haben keinen Platz in meiner Schöpfung. Das ist, was Moschiach hätte machen sollen. Ja, und das ist, was bedeutet, dass Moschiach diese Völker zu besiegen hat. Ja, heutzutage, das haben wir bemerkt, diese Völker nicht mehr existent, weil der König Sanherib hat alle Völker miteinander vermischt, sodass wir heute nicht mehr wissen, wer sind die sieben Völker und so weiter. Und ohnehin, ist Monotheismus in der Welt heute so verbreitet, wie nicht so wie in der Antike. Ja, also Rabbiner Jakob Emden, das war der Rabbiner von Hamburg im 18. Jahrhundert, Hamburg-Altona, er war der Rabbiner von Altona. So. Rabbiner Jakob Emden war der Rabbiner von Altona. Rabbiner Jakob Emden hat auf seinem Kommentar, den Sprüchen der Seele zur Verkehrwort, hat er bemerkenswerterweise gesagt, dass das Judentum Jesus und dem Christentum sehr viel zu verdanken hat, nämlich dass das Christentum den Monotheismus in die Welt gebracht hat. Ja, das Judentum hatte den Monotheismus nur für sich, aber das Christentum hat den Monotheismus für die anderen Völker eröffnet. Ja, und in diesem Sinne, sagt Rabbiner Jakob Emden, soll man den Christen dankbar sein, oder in diesem Sinne Jesus und seinen Jüngern oder seinen Nachkommen, seinen Nachfolgern, dass die das gemacht haben. Ja, also, das ist auch was der Moschiach, deswegen Punkt 6 würde für den Moschiach überflüssig werden, weil er nicht mehr dieses Gebot hat, diese götzendienerischen Völker, die das Land Israel umgeben, zu vernichten, weil die nicht mehr in dieser Amoral leben, die Gott widersprochen hat. Gibt es. Der Moschiach muss den Tempel bauen.
Ja, wo? An seinem Platz. Ja, also nicht den Tempel in Uganda oder den Tempel in Berlin oder den Tempel sonst wo, sondern den Tempel in Jerusalem auf seinem Platz. Und weil die Messias, die in der Vergangenheit existiert haben, Punkt 6 und Punkt 7 nicht erfüllt haben, denn weder Jesus noch Bar Kochma noch Shabbatai Tzvi noch Belubavitcher Rebbe waren in der Lage, den dritten Tempel aufzubauen. Deswegen aus der Sicht des Rambams wurde diese Aufgabe nicht erfüllt. Die Frage, die zu klären ist, ist, müssen diese ganzen Bedingungen erfüllt sein zur Lebzeit des Moscheech, oder ist es möglich, dass der Moscheech verschwindet und dann wieder zurückkommt? Ja, also darüber gibt es im Judentum auch viel Diskussion. Und da ist auch einer der Argumente der Chabad-Lubavitch-Bewegung, dass der Lubavitch-Rebbe wieder zurückkommen wird und seine Mission vollenden wird. Inwiefern das aus den Quellen nachzuweisen ist, ist eine fragliche Sache. Vielleicht werden wir darüber ein anderes Mal ausführlicher reden. Also siebtens, about the temple. Und achtens, er versammelt die meisten oder alle Juden, das der Rambam, alle Juden aus dem Exil nach Israel, dann ist er auf jeden Fall. Ja? Also der Rambam unterscheidet zwischen zwei Perioden. Der Periode des Messias, dass man annehmen kann, dass er Messias ist. Ja, das hat alles damit zu tun, wie wenn er Gebote hält, wie wenn er die Juden zu den Geboten bringt und so weiter. Und da hat es auch politische Bedeutung, nämlich in 6, 7, 8. Das ist eine politische Mission des Messias, Jerusalem oder Israel einzunehmen, politisch, militärisch einzunehmen, den Tempel aufzubauen und die Juden aus den Exil herzuholen. Jetzt über den Tempelbau und über das Exil werden wir das nächste Mal ausführlicher reden, denn wie können wir uns beim dritten Tempel im 21. Jahrhundert überhaupt vorstellen? Da werden wir das nächste Mal reden und auch über das Einsammeln der Juden aus dem Exil auch. Vor allen Dingen wird die Frage zu klären sein, die Tatsache, dass heute der Stadt Israel existiert, inwiefern ist das eventuell eine Vorstufe des kommenden Moscheech. Okay, darüber werden wir das nächste Mal reden. Und auch wichtig zu betonen ist, wir werden das nächste Mal nicht politisch reden. Ja, also, wir werden wirklich versuchen zu schauen, wie die Religion auf die Besiedlung Israels schaut und vor allem auf die politische Macht in Israel schaut, bevor es den Tempel und bevor es den Moscheech ist. Gut. Von mir aus bin ich fertig. Falls jemand Fragen hat, ist der herzlich eingeladen, diese Fragen zu stellen. Ich sehe, es gibt keine Fragen. Falls es keine Fragen gibt, dann von meiner Seite verabschiede ich mich und übergebe das Wort an Frau Lubinski. Herzlichen Dank, Rabbiner Barmel, und an alle unsere Teilnehmer heute Abend. Ja, ich sehe, sind in der Tat keine Fragen vorhanden. Dann von meiner Seite wäre auch keine Frage, außer dem Wunsch, dass wir uns nächste Woche alle wiedersehen. Und dass sie sich alle gut gehen lassen. Die aufgezeichneten Kurse finden Sie im Internet, auf YouTube und bei Lilmod. Stellen Sie gerne Fragen zwischendurch per E-Mail, wenn Ihnen eine Frage in den Kopf kommt. Es sind doch so spannende Themen, dass sich die eine oder andere Frage gerne auftut. Und wir wünschen Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.